Dafür ist in den vergangenen 2,5 Jahren bei Gluthitze gearbeitet worden oder wie jetzt bei den Abschlussarbeiten bei Schneetreiben. 283 Millionen Euro haben die 25 Kilometer gekostet. Darauf warten hier alle, dass der Großteil dieses Verkehrs hierher verlagert wird. Noch liegt sie unbenutzt da, die 25 Kilometer lange Strecke mit ihren insgesamt 45 Brückenbauwerken unter und oberhalb der Fahrbahn. Allen voran diese erstmalig gebaute Schrägstielbrücke, die zu einer Art Symbol der Nordautobahn wird. Die Brünnerstraße bleibt in ihrer ganzen Länge bestehen. Dazu ist in den vergangenen 2,5 Jahren der neue Autobahnabschnitt gekommen. Im Frühjahr wird mit dem Bau der 5 Kilometer langen Umfahrung Drasenhofen begonnen. Gerade diese Autobahn ist eine Lebensader und es liegt jetzt an uns, was wir aus dieser Lebensader machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen, diese Region noch lebenswerter zu machen, dass sich noch mehr Betriebe ansiedeln, dass wir noch mehr an touristischen Attraktionen schaffen, dass wir noch mehr Beschäftigung hierher bekommen und dass vor allem noch mehr Familien da bleiben und sich ansiedeln. Wie es dann jenseits der Staatsgrenze weitergeht, das ist noch offen. Verkehrsminister Dantok nennt keinen konkreten Zeitplan, spricht aber von Schwierigkeiten. Heute wird das Band symbolisch durchschnitten, dann bleibt noch eine knappe Woche Zeit für die Abschlussarbeiten, ehe die Autobahn am Freitag freigegeben wird.